Im Film Star Wars gibt es eine berühmte Szene. Der süße kleine Jedi-Ritter Yoda sagt sowas sinngemäß, ich weiß nicht, ob das wortwörtlich so ist, do or do not, there is no try. Das heißt, du musst Dinge tun oder tust sie nicht. So etwas wie ein Versuch gibt es nicht. Und ich finde, da steckt verdammt viel Wahrheit und Weisheit drin. Kennst du das, dass du manchmal im Leben versuchst, Dinge zu versuchen, aber dadurch, dass du nur versuchst, kämpfst du und strengst dich an und die Dinge, die fühlen sich irgendwie schwierig an, etc. Während wenn du einfach Dinge tust, also wenn du sie einfach machst und sie nicht mehr versuchst, dann sind sie plötzlich ganz einfach. Und das ist ein ziemlich faszinierendes Phänomen, weil die allermeisten Menschen, wenn sie Entscheidungen treffen oder so tun, als hätten sie Entscheidungen getroffen, meistens nur so tun, als ob sie Entscheidungen getroffen haben. Weil sie sich innerlich einreden, was, wenn es nicht klappt? Ach, das wäre ein blödes Gefühl. Also baue ich doch mal sozusagen eine eingebaute Fehlertoleranz ein. Und dann tun sie so, als ob. Also angenommen, du versuchst nur mit dem Rauchen aufzuhören. Dann wirst du bei der erstbesten Gelegenheit irgendwie schwach werden, weil du denkst, ach komm, eine geht schon. Angenommen, du versuchst nur eine Diät zu machen. Dann wirst du bei der ersten Schwarzwälder Kirschtorte, die dir über den Weg läuft und die sagt, iss mich, wirst du schwach werden, weil du sagst, naja komm, ich hab's ja nur versucht, war ein Versuch wert, hat halt nicht funktioniert. Angenommen, du versuchst, auf ein sportliches Ziel hin zu trainieren und es wird mal ein bisschen schwierig. Du hast mal irgendwie so ein bisschen Schlappheit, Muskelkater, fühlst dich nicht ganz fit, wirst du damit aufhören. Angenommen, du versuchst nur, im Job in den nächsten Level zu kommen, dann wirst du bei der ersten Schwierigkeit aufhören. Der Trick ist der, wenn du sagst, ich mache jetzt etwas, also wenn du eine Entscheidung getroffen hast und diese Entscheidung durchziehst, dann ist es häufig so, dass du viel weniger mit dir selber diskutierst, dass du viel weniger Eventualitäten checkst, dass du viel weniger Wenn und Aber, viel weniger Bedingungen im Kopf hast und infolgedessen dann auch erfolgreicher bist. Also angenommen, du sagst, nein, ich esse keinen Kuchen, Ende. Nein, ich höre jetzt wirklich mit dem Rauchen auf. Also ab dem Zeitpunkt, wo du gar nicht mehr darüber nachgrübelst, soll ich das tun oder soll ich das nicht tun, ab diesem Zeitpunkt sind die meisten Dinge leicht. Also sie werden total easy. Warum? Weil du sie einfach machst, nicht weil du dir überlegst, unter welchen Umständen würde ich es dann doch wieder tun. Ne? Also there is no try. Es ist ganz egal, vor welchem Projekt du gerade stehst. Wenn du dir klar machst, dass es eigentlich nur darum geht, die Dinge wirklich zu tun und nicht nur sich vorzunehmen, sie zu tun und so ein bisschen zu versuchen, dann erscheinen die meisten Dinge nicht nur leicht, dann sind sie es auch. Ich weiß, ich habe einmal versucht, da habe ich eine Weile im zweiten Stock gewohnt und ich, Idiot, habe 2 Jahre lang den Aufzug benutzt. Und irgendwann, ich habe immer gedacht, so, ey, das ist doch bescheuert, warum nimmst du den Aufzug? Dann habe ich mal versucht, öfter die Treppe zu nehmen. Und ja, dann bin ich die Treppe gegangen, einmal, zweimal, dreimal, war total stolz, dreimal die Treppe genommen zu sein. Und beim 4. Mal, was passiert? Du weißt, was passiert ist? Ich dachte mir, bist du schon 3-mal die Treppe genommen, bist auf einem guten Weg, nimmst wieder den Aufzug. Ich nehme 1-mal den Aufzug, 2-mal den Aufzug, bin sofort wieder in der alten Rille drin, nehme die nächste Zeit den Aufzug. Diese nächste Zeit dauerte ein halbes Jahr. Nach einem halben Jahr dachte ich, naja, eigentlich hattest du ja versucht, öfter mal die Treppe zu nehmen. Ich habe diesen Versuch 2-3 Mal noch irgendwie unternommen und habe dann folgende Regel gemacht für mich. Ich bin immer wieder im Aufzug gelandet. Die Regel lautete, du nimmst die Treppe. Ende. Du darfst den Aufzug nehmen, wenn du schwerste Koffer hast, wenn du irgendwie körperlich verletzt bist, wenn du, keine Ahnung, nicht die Treppe laufen kannst. Aber ansonsten gilt für dich die Treppe. Das Verrückte ist, man könnte sagen, boah, das war aber hart, das war aber anstrengend. Überhaupt nicht. Ist genau das Gegenteil der Fall. Ab dem Zeitpunkt, wo man aufhört, mit sich selbst zu diskutieren, ob man etwas tun soll oder nicht, ab dem Zeitpunkt werden die Dinge leicht. Und ja, infolgedessen, ich bin in diesem Haus. Ich weiß nicht, vielleicht noch 5-mal habe ich den Aufzug genommen, aber dann wirklich, weil ich irgendwie Dinge geschleppt habe. Ansonsten immer die Treppe genommen. Also, there is no try. Do or do not. Vor welchen Projekten stehst du gerade und was solltest du einfach machen, anstatt es nur zu probieren?